Herzlich willkommen auf meinem Kanal bei Wissenswerte. Ja, gestern machte es die Runde, es wurde durch die Medien gedroschen, das Urteil des Bundesersatzverfassungsgerichtes hinsichtlich des Nachtragshaushalts der sogenannten Bundesregierung. Dieser scheiterte. Was hat die Bundesregierung dort gemacht? Federführend in dem Fall unter Finanzminister Lindner, natürlich aufgrund der Wünsche Habecks und der Finanzerfahrungen des Grinsekanzlers Scholz. Man hat 60 Milliarden Euro mehr oder weniger einfach mal umgebucht, die für Corona-Maßnahmen gedacht waren, hat man dann für Klimazwecke einbuchen wollen. Und da hat nun das Bundesersatzverfassungsgericht einen Strich durch die Rechnung gemacht, hat gesagt, so einfach geht's nicht. Also ein paar Grundsätze müssen schon noch beachtet werden. Das war schon wichtig, dass hier reingegrätscht worden ist, denn sonst wäre alles finanzpolitisch nur noch der reinen Willkür ausgeliefert gewesen. Wobei wir natürlich auch sehen müssen, aha, wir haben wieder ein Zeichen bekommen, irgendwas in dem System funktioniert noch. Und sei es auch nur das Bundesersatzverfassungsgericht, welches aber während der Pandemie in einem Fall nach dem anderen versagte. Aber gut, das Urteil hat weitreichende Konsequenzen. Das geht viel weiter, als wir zunächst vermuten würden. Es geht weit über die 60 Milliarden hinaus, denn nun gibt es tatsächlich Probleme. Denn man weiß, die Länder sind längst schon pleite. Die Bundesländer, die hängen am Tropf des Bundes. Und nun schaut es so aus, als ob auch diese insolvent wäre. Naja, die Ampelregierung hat das in 2 Jahren geschafft. Natürlich ist es vorbereitet worden, aber sie haben halt das Pünktchen auf das I gesetzt, dem Ganzen die Krone aufgesetzt und die restruinösen Maßnahmen konsequent verfolgt. Deindustrialisierung und so weiter. Wir wissen alle, was hier los ist. Nun ja, was haben die gemacht? Das, was die gemacht haben, das würde man in der Privatwirtschaft als Bilanzfälschung bezeichnen oder als Insolvenzverschleppung oder beides. Beides sind Tatbestände, mit denen in der Privatwirtschaft nicht zu spaßen ist. Jeder Geschäftsführer wird hier Riesenprobleme auf sich zukommen sehen. Ja, bei den Politikern wissen wir, da verhält sich alles ein bisschen anders. Es fragt sich, wer haftet denn nun für irgendetwas? Aber schauen wir einfach mal noch ein bisschen genauer hin. Ich habe ja gestern bereits eine Auflistung gemacht, all diese Subventionen, die hier laufen, in x Milliarden Größenordnungen. Dafür wird das Geld verprasst. Aber inzwischen, nachdem hier das mit den 60 Milliarden auch nicht so läuft, ja, gibt es schon eine Reihe von zusätzlichen Problemen, denn jetzt funktioniert es auch mit dem Bürgergeld nicht mehr so richtig. Fürs Bürgergeld waren 23,8 Milliarden geplant fürs laufende Jahr. So wie es ausschaut, werden es jetzt knapp 26 Milliarden, also schon wieder ein paar Milliarden, die hier fehlen. Und Hubertus Heil, bei dem muss man mal aufpassen, wie rum man den Namen spricht, sonst ist er nämlich beleidigt. Also der Hubertus Heil, der erkennt mittlerweile, dass das mit dem Bürgergeld nicht ganz so optimal ist, denn da kommen doch immer mehr Leute, Menschen auf die Idee, einfach mal mit dem Arbeiten aufzuhören und dafür lieber Bürgergeld zu beantragen. Höchst interessant ist natürlich, dass die Flüchtlingspolitik unheimlich inzwischen zu Buche schlägt. Das Gleiche gilt aber auch für die Rüstungsausgaben, die wir ja steigern wollen. Da haben wir uns ja auf bestimmte Dinge eingelassen. Der Verwaltungsapparat ist enorm gewachsen und zwar vollkommen sinnlos gewachsen in den letzten Jahren. Ja, und wir haben natürlich gewaltige weitere Verschwendungen von Steuergeld. Wir brauchen nur mal zu denken an diesen Kampf gegen rechts. Der hat mittlerweile 1,5 Milliarden Euro verschlungen. Also wir können sagen, die BRD ist pleite. Wenn die BRD fällt, dann wird es ungemütlich. Das wirkt sich mindestens auf die ganze EU aus. Die wird die EU mit in den Sog ziehen. Das Ganze wird untergehen. Aber das muss vermieden werden. Man will das System mit allen Mitteln erhalten und selbst einigermaßen ungeschoren davonkommen. Deshalb bleibt im Grunde nichts anderes übrig, als die Insolvenzverschleppung weiter zu betreiben. Was wird passieren? Nun ja, man muss das Tafelsilber verkaufen. War schon richtig. Also es wird eben alles versilbert werden müssen, was zu versilbern ist. Es wird zunächst damit beginnen und da hört der Spaß für uns auf. Drastische Steuererhöhungen. Das ist der nächste Schritt,
der auf uns zugemacht wird, drastische Steuererhöhungen, und es wird das Vermögen angegriffen werden müssen. Übrigens, unser Montenegro-Konkretseminar fühlt sich gut, es läuft im Dezember. Wer Informationen dazu möchte, kurze E-Mail an die unten genannte E-Mail-Adresse mit dem Stichwort Montenegro. Und auch das Betriebskostenseminar ist schon fast ausgebucht. Ein wichtiges Seminar für Mieter, aber auch Vermieter, denn es gibt einiges zu beachten, damit die Sachen einigermaßen vernünftig abgewickelt werden können. Auch dazu Informationen einfach mit dem Hinweis oder mit dem Stichwort Betriebskosten von uns einfordern per E-Mail. Ja, und was ist das Nächste, was nach diesen Steuererhöhungen kommt? Es kommen die Belastungen der Vermögenswerte ganz vorne dran, die Immobilien. Also dieser Lastenausgleich, den viele für unwahrscheinlich gehalten haben, kommt in riesigen Schritten auf uns zu. Er ist ja vorbereitet, das Gesetz ist vorbereitet. Ab 2024 kann es wirken. Es ist so vorbereitet worden, dass es für viele Zwecke eingesetzt werden kann. Ich denke, dieser sogenannten Bundesregierung und möglicherweise auch einer nachfolgenden wird gar nichts anderes übrig bleiben, als dass man Vermögen massiv zu belasten. Ja, ich habe ja lange diese Immobilienschutzseminare gemacht. Wir wollen aber in die Zukunft schauen, habe ich gesagt, und auch ein bisschen frohlocken. Denn auch dazu gibt es Gründe, denn wir haben viel gelernt in dieser Krise. Diejenigen, die ihre Sachen bereits geschützt haben, können jetzt frohen Mutes auf neue Dinge sich konzentrieren, auf neue Investitionen, auf neue Möglichkeiten, die sich hier ergeben. Unser Komplettschutzpaket wird die letzten Wochen viel mehr abgefragt als vorher, als wir es noch angeboten haben. Wir bieten es nicht mehr offen an. Wir können noch ein paar Fälle bearbeiten. Das liegt am Kontingent, welches uns vom Notar zur Verfügung gestellt wurde. Diejenigen, die sich gemeldet haben, werden sicher noch abgearbeitet. Wer Interesse hat, kann uns natürlich gerne was schicken und auch Fragen dazu stellen, aber wir können nicht garantieren, dass wir über die bereits jetzt sich in Arbeit befindlichen Fälle hinaus weiter neue Fälle bearbeiten können. Ja, ich freue mich über einen Daumen hoch. Wir freuen uns auch, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Sie verpassen dann auch nichts mehr, was in dem Zusammenhang wichtig ist. Ich bedanke mich dafür, dass Sie mir zugehört haben, und bis zum nächsten Mal.